Raufasern habe ich in Motril geschrieben. Das ist so eine kleine Stadt bei Malaga, im Studio von Paul Grau. Und ihr könnt mal auf eure Wetter-App gucken. Malaga, immer gutes Wetter, immer Sonnenschein. Und so war es auch bei uns gewesen. Wir hatten 4 Wochen lang super schönes Wetter und es war wirklich ein Traum. Bis auf 2 Tage, da hat es geschüttet wie aus Eimern, also wirklich ununterbrochen. Und ich saß dann halt so da unter meinem Avocado-Bäumchen und habe mir das halt so angeschaut. Und in dem Moment fiel mir ein Spruch ein, den mir der Michael in der 4. Klasse ins Poesiealbum geschrieben hat. Und der Spruch ging: Nicht nur Sonne sollst du erwarten, auch Regen braucht dein Lebensgarten. Und in dem Moment hat es so Klick gemacht und ich habe da eine Analogie zum Leben entdeckt, dass wir ja auch die schlechten Tage brauchen, weil die schlechten Tage nämlich auch gute Tage sind. Weil tatsächlich ist es ja so, wenn irgendwas passiert ist, was uns nicht so ein gutes Gefühl gibt, ja, also ob man jetzt traurig ist oder enttäuscht ist, weil es vielleicht mit dem neuen Job nicht geklappt hat oder man ist irgendwie neidisch oder man ist heartbroken auch, dann zieht man sich ja so zurück und trauert oder geht dieser Emotion irgendwie nach, aber im Endeffekt kommt man auch drüber weg und lernt im besten Fall sogar was daraus. Und bei mir ist es auch so, also wenn es mir nicht gut geht emotional, dann ziehe ich mich auch zurück und ich kenne es dann so, dass dann Freunde halt so anklopfen, schreiben so, hey, alles cool und so, wollen wir uns nicht verabreden, aber tatsächlich genieße ich auch die Zeit, mich zurückzuziehen und mir die Zeit zu nehmen und schreibe dann ganz viel und denke darüber nach, was passiert ist und lerne daraus was. Und am Ende des Tages komme ich dann wieder aus meinem Loch gekrochen und bin ein bisschen wie ein Phönix aus der Asche und fühle mich besser als vorher. Also das, was heute wehtut, daran wachsen wir morgen. Und darum geht es in Raufasern. Und da ihr das Video sehen könnt, bevor der Song rauskommt, könnt ihr euch jetzt schon mal den 1. Februar 2019 vormerken. Da kommt Raufasern und dann geht ihr zum Store eures Vertrauens. Wird überall da sein. Klickt in Kali a priori, Raufasern, klickt Play und hört euch das Ding an. Da würde ich mich sehr freuen. Wir sehen uns bald wieder. Darauf freue ich mich auch. Und bis dahin, macht's gut!